Nein, sein Dad hat gesagt, er soll brav sein. Das bedeutet, dass er das Gegenteil macht. Er ist böse, bitterböse. Weißt du, was jetzt passiert? Ja, das wird ein Riesenspaß. Es sei denn, du überredest ihn, den Wunsch rückgängig zu machen. Nein, wer will denn schon Spaßverderber sein? Siehst du, der Spaß fängt schon an. Was fällt dir ein, mich so teuflisch anzusehen? Denn so teuflisch blicke sonst nur ich. Aber nur einer darf diesen Blick haben. Wer wird das wohl sein? Ich dachte, du hättest nur einen Zahn. Er hat klar gewonnen. Das ist ganz bestimmt wieder das Werk von... Helfen den Elfen! Was soll's? Ich suche mir was Neues, damit ich Turner aus dem Weg gehe. Wow, Wanda. Ich muss schon sagen, du gibst dir alle Mühe, dich nicht in Timmys teuflische Machenschaften einzumischen. Okay, also, Timmy spielt jetzt eben böser Junge. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Bereit, den superbösen Superlaser in einer superbösen Minute abzufeuern. Das ist das Schlimmste. Nur noch Sekunden, dann wird mein super bitterböser Superlaser in den Weltraum feuern und diesen Fernmeldesatelliten runterholen. Nein, warte, das ist schlimmer. Und dafür sorgen, dass er im Mount Dimmsdale einschlägt und so den lange inaktiven Vulkan zum Ausbruch bringt. Nein, das ist schlimmer. Was machst du denn da? Die Kamera muss bereit sein, wenn es passiert. Wenn was passiert? Dann wird die Lava den Dimmsdale-Damm bersten lassen. Die daraus resultierende Flut wird die Kosmetikfabrik mit sich reißen. Und wenn die Leute kein Make-up mehr haben, wird das gesellschaftliche Leben in Dimmsdale sterben. Und das Kaff Dimmsdale wird von der Landkarte verschwinden. Er hat recht. Manche Leute sehen ohne Make-up verboten aus. Niemand hat je Cosmo gesehen ohne seine Pfannkuchen-Vitallotion. Oh, das ist grauenvoll. Oh. Hey, das ist unser Geheimnis. Aber damit lässt sich arbeiten. Ja, zeig mir den Schrecken. Ja, geschafft. Oh. Ja, das ist das Grauen. Sehr gut. Ja. Guten Abend, Sir. Ich bin Denzel Crocker von der Firma Speckmobil bei Arbeit und Spiel und möchte... Ach, was soll's. Versuche ich mich eben als Reiseführer. Superböser Laser, feuerbereit. Cosmo, wir müssen Timmy aufhalten. Ach, auf einmal. Was hat dich geritten? Wie konntest du es so weit kommen lassen? Siehst du? Ich hab dir gesagt, er würde das Wohnzimmer in einen Hort des Bösen verwandeln. Also ich hab ihm das nicht aufgetragen. Timmy, in dein Zimmer.